Hallo. Heute ist wieder Montag und lassen Sie uns den Workshop beginnen. Wir warten noch ein paar Sekunden, bis sich andere auch einwählen konnten. Ich glaube, ich war heute ein paar Sekunden zu spät. Nein, ich bin immer noch pünktlich. Ist ja erstaunlich. Und hier sieht es also so aus, dass Agile Care immer interessanter wird weltweit. Die vielen Erfolge, die mit Agile Care gemacht werden, seien es kleineres Unwohlsein oder seien es, wie soll man sagen, größere Dinge, also schwere Erkrankungen auch, beziehungsweise die Parasiten, die mit den Erkrankungen zusammenhängen, sei es das, jedenfalls verbreitet sich wunschgemäß, also ich freue mich da auch riesig drüber, aufgrund des Erfolgs und aufgrund der Wiedergabe der Erfolge verbreitet sich Agile Care oder verbreiten sich Agile Care und Agile Care Pro schon wirklich so, wie ich das gerne wünsche. Und hoffen wir mal, dass es weiterhin so zunimmt, denn man kann sich nur freuen, wenn man einigermaßen Menschen dabei helfen kann, ihre Lebensqualität zu verbessern. Das ist wirklich eine große Freude. Ja, das auch. Ja, soweit, so gut. Ich denke, wir fangen an. Ich hatte gerade, ich begrüße alle recht herzlich heute zu diesem Workshop. Und ich denke, dass sich das ganz gut jetzt einspielt mit dem Workshop. Und ich habe einige Neuigkeiten zu nennen. Und zwar eine Neuigkeit, die ist zwar jetzt noch nicht, aber sicherlich morgen fix und fertig, denn wir haben ja eine mehrere Ebenen, auf denen wir kommunizieren können, uns verbinden können, seien es Fragen des Services, seien es Anregungen, seien es Kritiken, seien es Austausch zwischen den Anwenderinnen und Anwendern. So haben wir hier, das erleben Sie jetzt gerade, den Workshop. Hier kann man also vorher mir Fragen senden und ich komme auch gleich heute auf zwei Fragen, die mir vorher zugesendet wurden. Hier kann man auch im Chat Fragen stellen. Und irgendwann muss auch mal die Technik so weit sein, dass man auch per Mikrofon hier von Ihrer Seite her reinsprechen kann und Fragen, Anregungen, Kritiken abgeben kann. Das ist das eine. Das zweite ist das Ticketsystem. Das kennen Sie schon, dass wir also über den Internet angegebenen Link Support, und ich versuche das mal einzublenden. Ich hoffe, ich kann das. Dort können wir, einen Moment, ich versuche das zu zeigen. So, ich gehe mal auf die Seite in meinem Browser, trage ich das ein, und dann sehen Sie ja die Seite auch mit dem kleinen, wie soll man sagen, Menü hier oben. Da steht Login, Blog, Forum, Support und Shop. Und das Support, das ist dazu geeignet, dass man dann dort, wenn man da draufklickt, dass man da dort Fragen oder Anregungen eingeben kann. Das geht über diese Felder hier. Da muss man noch hier mitteilen, dass man kein Roboter ist, damit wir nicht Schadsoftware bekommen. Und dann ist das alles eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil dann diese Frage als Ticket bei mir ankommt und ich kann, ohne dass ich Sie störe, Ihnen das dann auch wieder mitteilen. Einfach ist das Ticketsystem deshalb so gut, weil wir damit nicht zeitgleich, sagen wir, aus dem jeweiligen Arbeitsprozess gerissen werden. Dann gibt es hier ein Link Forum. Da klicke ich jetzt, na gut, ich kann da ruhig mal draufklicken. Das ist noch nicht ganz fertig. Das Forum existiert zwar schon. Was hat das Forum für einen Sinn? Das Forum, Sie sehen also hier diesen Link, Forum heißt es. Hier wird noch etwas anderes eingeblendet zurzeit, aber das ist sicherlich morgen alles in Ordnung und fertig. Das Forum ist dazu geeignet, dass Sie dort untereinander diskutieren können. Ja, das kann man also zu den verschiedenen Themen dort etwas nachlesen. Und ich will mir auch angewöhnen, dass ich die Fragen, die ich im Agile Care bekomme oder die ich per Telefon bekomme oder die ich im Workshop bekomme, dass ich die dort auch mitführe und Sie können dort auch neue Themen öffnen und
durch mich, ich bin der Administrator, bekommen Sie dort auch dort eine Antwort, aber auch durch andere Anwender, die sich in dieses Forum einschalten. Das ist also eine weitere Möglichkeit, genauso wie Sie auch anrufen können. Bloß, wir hatten schon einmal gesagt, dass das Anrufen nicht immer so erfolgreich ist, weil wir dort weil sie mich nicht immer erreichen, beziehungsweise wenn ich meine längere Erklärung jemandem gebe, heute war das zum Beispiel über 45 Minuten bei einem Interessenten etwas zu erklären, sage ich, ja, dann erreichen sie mich nicht, dann ist das besetzt. Also haben wir diese Möglichkeiten, dieser Workshop, wir haben das Support, also das Ticketsystem, wir haben in wenigen Tagen für Sie das Forum. Ich habe da heute schon den ganzen Tag dran gebastelt, bin bloß nicht ganz fertig geworden bis zum Beginn dieses Workshops. Sie können mir eine E-Mail sowieso schreiben und, sagen wir, mit begrenztem Erfolg dann auch mit mir telefonieren. Und ich verspreche mir davon sehr viel und hoffe, dass Sie, sagen wir, damit zufrieden sind. Aber über diese Wege kann man auch das Vorgehen kritisieren und abändern, wunschgemäß, wie Sie das möchten. Ja, soweit. Jetzt hätte ich ganz stolz von eine Fortsetzungsgeschichte. Wer in Workshops regelmäßig teilnimmt, weiß, dass ich noch im alten Jahr berichten konnte von einer Anwenderin, die einen gefährlichen Krebs hat, ein Melanom. Und dieses Melanom war leider schon so weit fortgeschritten und hatte gestreut im Körper. Und da war eine wirklich faustgroße, ich halte das mal in die Kamera, wie meine Faust so groß, ein Tumor in der Leistengegend, eine Absiedlung schon. Und wer sich daran erinnert oder wer das noch gar nicht gehört hat, die große Freude ist, dass mit dem Programm Melanom Metastasis gearbeitet wurde von der Anwenderin, 75 Jahre alt, und die hat das ganz sorgfältig gemacht und ganz ausdauernd und jeden Tag und das über 15 Wochen. Nach den 15 Wochen konnte man ihr nachweisen durch eine Untersuchung in der Charité, also in einer der führenden Universitätskliniken, dass diese Metastase total verschwunden war. Man hat sie also nicht nur nicht mehr gespürt und nicht mehr tasten können, sondern es war auch mit den bildgebenden Systemen nicht mehr feststellbar, dass eine Metastase, und ich habe schriftlich den Befund gelesen, Metastase nicht mehr nachweisbar. Das war die Geschichte, wie sie also, und erfreuliche Geschichte, wie ich sie voller Stolz Ihnen weitergegeben habe. Und ich möchte auch nochmal formell dazu sagen, das ist kein Beweis, dass diese gesundheitliche Veränderung durch das Agilicare gekommen ist, sondern es ist gekommen und diejenige hat die Anwendung gemacht über 15 Wochen und das Ergebnis ist das. Ich will da gar keinen heilenden Zusammenhang herstellen. Das gibt nur Streit und Kritiken. Ich möchte es einfach nur so berichten. So, nun hat, das habe ich damals nicht gesagt, aber mir war das, ich wusste es damals, dass es auch noch bei der Anwenderin Lungenmetastasen gab, auch von diesem Melanom. Also es hatte unglücklicherweise wirklich sehr, sehr stark schon gestreut. Und nach weiteren 4 Wochen, und die waren am letzten Donnerstag um die weiteren 4 Wochen, ist die Anwenderin als Patientin wiederum in die Charité gegangen zur Untersuchung. Da ging es darum, wie sich die Metastasen entwickelt haben. Und zur großen Freude kam sie wieder und hat mich auch, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, hat sie mich angerufen. Es konnte auch bestätigt werden, dass in der Lunge keine Metastasen mehr sind. Das muss man sich mal vorstellen. Eine wirklich sehr gute Sache, dass sie sich so fleißig die Anwendung gemacht hat und sie am Ende den Dank hat, indem sie wirklich vollkommen metastasenfrei jetzt ist und das auch noch nachgewiesen bekommen hat, ich möchte mal sagen, von amtlicher Stelle, also von einem Universitätskrankenhaus, dokumentiert bekommen hat, dass sie keine Metastasen hat. Ich möchte nochmal wiederholen, ich möchte überhaupt keinen Zusammenhang herstellen zwischen der Anwendung der Körperpflege mit Agilcare und dem Heilerfolg, sondern ich möchte nur sagen, dass es bei der Patientin so abgelaufen ist und ich mich darüber freue, dass das so passiert ist. Ja, das wollte ich unbedingt mitteilen. Ich hoffe, dass Sie sich als Anwender, Anwenderinnen von Agilcare auch so darüber freuen, wie ich mich darüber freue. Also wirklich wunderbar. Und das gibt mir auch weitere Motivation, noch weitere Verbesserungen zu machen und auch weitere Motivation, dass
das System sich auf der Welt noch weiter verbreitet. Nun habe ich zwei Fragen bekommen per E-Mail als Vorbereitung. Die eine Frage lautete, wo sich jemand mit Agile Care beschäftigt hat, aber das ist noch nicht von einem Anwender, der hätte gern gewusst, wie es eigentlich kommt, dass der Strom, so nannte er das, der Strom im Körper durch Berühren der Elektroden nicht nur den Weg des geringsten Widerstandes geht, sondern dass wir dort auch alle Körperregionen, überall dort, wo in versteckten Ecken und Winkeln diese aus der Balance geratenen Parasiten sind, dass wir die erreichen. Wie ist das eigentlich passiert? Meine Antwort möchte ich hier gern mal kundtun. Und zwar habe ich gesagt, man muss erst mal unterscheiden, dass wir im Körper eine Ausbreitung von Gleichstrom haben, wenn der angelegt wird in den Körper, was eigentlich nicht so sehr gut ist. Ich glaube, das wissen Sie, besonders diejenigen, die auch Agile Smart Abonnenten sind, dass Gleichstrom immer auch zu Verätzungen führt. Und dass wir aber auch Wechselstrom einbringen können und dass Wechselstrom durch das ständige Hin und Her der Ladungsträger auch gleichzeitig eine elektromagnetische Welle erzeugt oder elektromagnetische Wellen erzeugt, also elektromagnetische Energie, die sich ausbreitet. Und die breitet sich im Körper weitestgehend ungehindert aus. Und wir wissen das ja auch von anderer elektromagnetischer Energie. Wenn wir zum Beispiel zum Röntgen gehen, dann geht diese elektromagnetische Energie durch den Körper durch. Wenn wir andere Wellen haben, die auf uns eindringen, wir kennen von Untersuchungen den Ultraschall, auch der dringt durch den Körper durch und hat dann irgendwo eine Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkung suchen wir vordergründig eigentlich nicht zwischen unseren menschlichen Zellen und der elektromagnetischen Energie, sondern zwischen der elektromagnetischen Energie und den Parasiten. Sie wird zwar auch aufgenommen von menschlichen Zellen, aber zielgerichtet ist es so gesehen, dass wir die Parasiten treffen und dadurch verändern. Ich sage immer eliminieren, dezimieren. Nun ist das überhaupt nichts Neues. Wir haben uns das von der Natur abgeschaut, denn alle Zellprozesse, die in unserem Körper stattfinden, seien es kommunikative Prozesse, seien es Steuerungsprozesse, seien es Energiegewinnungsprozesse, alles, was in unseren Zellen passiert, wird gesteuert, angeregt und auch kontrolliert durch elektromagnetische Wellen, die von unserem Körper, von uns selbst erzeugt werden, ganz gezielt, ganz zielgerichtet. Und so ist es so, das haben Naturwissenschaftler schon vor Jahren herausbekommen, dass das so ein großer Verkehr von Signalen auf elektromagnetischer Basis ist, der zum Beispiel in jeder Zelle, und Sie wissen, wir haben hunderte von Milliarden Zellen in unserem Körper, in jeder Zelle, zu jeder Sekunde mindestens 10.000 Lichtblitze ausgesendet bzw. empfangen werden. Zu jeder Sekunde. Und das über, also 10.000 Blitze für jeden Lichtblitze, für jede Zelle und das über 100 Milliarden Zellen in unserem Körper. Also eine Sache, die schon natürlich passiert. Und das haben wir uns eigentlich abgeschaut, indem wir eben, oder haben wissenschaftlich abgeschaut, indem sie eben solche Frequenzsysteme erzeugt haben. Und das habe ich mir natürlich auch angeeignet bei der Konstruktion von Agile Care. Und somit wandern diese ganz spezifischen elektromagnetischen Signale dorthin, wohin sie gehen sollen und erzeugen dort, wo sie genau diesen Spektrum, genau diesen spezifischen Mustern, die sie sich an ihren Geräten aussuchen, an ihrem Computer aussuchen, für Agile Care, als sei es zum Beispiel Frequenzmuster für Kopfschmerzen, sei es Frequenzmuster für Borrelien. Diese ganz spezifischen Frequenzmuster gehen dann transportiert durch unseren Körper, erreichen ihr Ziel. Und wenn dort diese Ziele nicht da sind, dann machen sie keine Verrichtung, jedenfalls nichts Schädliches darin. Das ist die Wechselwirkung. Und mir ist dabei noch aufgefallen, jetzt gehe ich ein bisschen über die Beantwortung dieser einfachen Frage, wie kommt es eigentlich zur Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen von Agile Care im Körper, dass es überall hinkommt, gehe ich ein bisschen weiter, weil mich das so begeistert. Da kann man nämlich einmal, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Leben? Wenn wir sagen ja, unsere Zellen leben, natürlich leben die. Was ist Leben?
kann man das auch so beantworten, wie der Nobelpreisträger, dem wir es verdanken, so viel zu wissen über Vitamin C, dem ungarischen Wissenschaftler Georgi. Wenn man also das verfolgt, was er gesagt hat, was er unter Leben versteht, dann ist das etwas, was wir Physiker, wir Ingenieure, wir Naturwissenschaftler sofort gut verstehen. Er sagt nämlich, wenn zwischen Materie oder noch deutlicher sagt er, wenn zwischen Molekülen ein Austausch von Elektronen ist, also hin und her immer ein Austausch von Elektronen, dann ist das Leben. Also Moleküle leben dann, und unsere Zellen sind ja eine Ansammlung von Molekülen, wenn es dort diesen regen Elektronenaustausch zwischen den Molekülen gibt. Und er sagt noch weiter, wenn dieser Elektronenaustausch sehr intensiv ist, dann ist das Leben auch sehr intensiv, also sehr lebhaft, wenn ich es mal so übersetzen darf. Wenn der Elektronenaustausch eingeschränkt ist, dann sind die Moleküle so beeinträchtigt, dass wir von Krankheit sprechen können. Und wenn dieser Elektronenaustausch nicht mehr stattfindet, dann ist es tot. Also eine Zelle, die ihren Tod findet, das ist ja programmiert, bei der normalen Zelle, findet leider nur bei Krebszellen nicht statt, der Zelltod heißt dann, dort gibt es keinen Elektronenaustausch, keinen Elektronenfluss mehr. Und so passt das auch wieder gut rein. Haben wir Ladungsträger, nämlich Elektronen, die sich bewegen zwischen den Molekülen, dann kommt daraus auch wieder als Ergebnis, oder es ist verbunden mit elektromagnetischen Wellen, mit elektromagnetischer Energie. Also lässt sich auch das erweitern, und wir können sagen, die Existenz von elektromagnetischer Energie, die Existenz von elektromagnetischen Wellen ist ein Zeichen für das Leben. Zumindest ein Indikator. Und so ist es wieder rund, und so haben wir die Frage begonnen zu beantworten, wie kommt es, dass die Frequenzen, die Ströme, so hat der Frager sich ausgedrückt, es sind eben nicht nur die Ströme, sondern es sind die elektromagnetischen Wellen, die durch die Ströme eben eingebracht und generiert werden. Wie kommt es, dass die überall hingehen? Und welche Verbindung hat das Ganze? Ich habe das eben einfach erweitert, die Frage, und hoffe, dass ich es gut beantwortet habe. Welche Verbindung hat das eigentlich zum Leben? Über die Definition des Lebens zwischen Molekülen werden wechselnde Elektronenströme, jetzt der Sprecher kommt ja immer wieder, Elektronenströme, Elektronenladungsausbewegung erreicht. Und das mit den Elektronen, das kennen wir auch schon, wenn wir nachdenken über freie Radikale und dass wir mit bestimmten Substanzen, wie zum Beispiel mit Vitamin C, freie Radikale wegfangen. Es gibt auch andere Antioxidantien, das ist wieder ein weiterer Begriff, mit denen es uns gelingt, über das Einbringen von Elektronen dort dafür zu sorgen, dass die freien Radikale nicht überhand werden und uns nicht schädigen. Ja, so ist der Kreis wieder geschlossen, und deshalb auch die große Leistung des Nobelpreisträgers schon vor 70 Jahren, das bekannt gemacht zu haben, was eigentlich die Leistung von Vitamin C für unser Leben bedeutet. So, das war die erste Frage. Ich erlaube mir jetzt auch noch die zweite Frage, die heute bei mir angekommen ist, per E-Mail zu stellen. Und zwar, wie genau kann man denn eigentlich die Frequenzen bestimmen oder erfahren? Wie genau müssen denn die Frequenzen sein, um Agile Care erfolgreich zu machen bei der Eliminierung, Liquidierung von schädlichen Parasitenverhältnissen? Und die Antwort muss ich ein bisschen global geben, weil wir sonst zu sehr in das Technische, zu sehr in die Physik und zu sehr in die Mathematik kommen. Also, es geht darum, dass natürlich, indem wir sprechen immer von Frequenzmustern, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Behandlung machen, zum Beispiel Arthrose-Behandlung machen, Anwendung vollziehen, dann besteht ein Frequenzmuster immer daraus, dass nacheinander alle 2,5 Minuten neue Frequenzen aufgerufen werden. Da ist die Reihenfolge schon mal wichtig. Und wenn ich sage neue Frequenzen, die innerhalb zum Beispiel von 2,5 Minuten, dann meine ich damit, dass zur gleichen Zeit eine riesengroße Vielzahl abläuft, weil wir ein sogenanntes Spektrum, ein Frequenzspektrum nutzen. Und die Parasiten sind empfindlich auf Frequenzspektren. Und die Frequenzspektren, die müssen ganz genau sein. Die einzelnen Frequenzen, die kenne ich oft gar nicht,
aber ich kenne die Hauptfrequenz des Spektrums und kann auch mathematisch genauestens nachrechnen, welche Frequenzen zu welchen Anteilen in dem Spektrum drin sind. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr spezifisch. Und jedes Mal, wie gesagt, laufen neue Spektren ab nacheinander. Und wenn sich die Parasiten durch Mutationen, durch Umwandlungen verändert haben, dann ist es auch notwendig, andere Folgen und andere Spektren einzubringen. Und so ist es also so, dass manche Frequenzmuster, die bestehen eben aus 2, 3 Folgen und andere bestehen aus 30 Folgen. Daher übrigens auch die unterschiedlichen Anwendungszeiten, die Sie jetzt, nachdem Sie das Update ja haben, auch schon im Verzeichnis sehen, wenn Sie das anklicken. Also kann man die Frage, wie eigentlich auf die Frequenzen kommen, nur so beantworten, dass wir sagen, uns ist es wichtig, genau das genaue Spektrum zu kennen. Und wenn es uns dann interessiert, dann können wir mathematisch und auch messtechnisch ermitteln, welche Frequenzen da drin sind, aber das ist oft nicht so interessant. Und wenn gesagt wird, und es war auch in der Frage drin, dass wir zum Beispiel nach dem Komma Frequenzen, also Zehntelhertz, mit angegeben bekommen, dann bezieht sich das auf eine Markierung des Spektrums. Das heißt nicht, dass die einzelnen Frequenzen alle genau auf eine Kommastelle genau oder vielleicht 2 Kommastellen genau die einzelnen Frequenzen sind, sondern das Spektrum mit seiner Markierung hat diese Erfordernis, dass man dort auch aufs Zehntel geht. Ja, und die Ermittlung, wie man eigentlich darauf kommt, das habe ich schon mal gesagt, wie überhaupt der Erfinder, Dr. Reif, darauf gekommen ist. Der hat also mit dem Mikroskop, mit einem optischen Mikroskop, Erreger, das waren damals Tuberkuloseerreger, mit Licht angeregt, mit einem ganz speziellen Licht. Man hat damals auch sehr viel experimentiert. Und ich kann mich als Schuljunge auch noch daran interessieren, als wir in der Schule Mikroskopie hatten, im Biologieunterricht, dass wir auch dort unterschiedliches Licht eingesetzt haben. Und er hat festgestellt, als er Feierabend gemacht hat, nach bestimmten Experimenten, hat Feierabend gemacht und hat noch einmal ohne das fremde eingebrachte Licht durch das Okular auf den Träger gesehen, durchs Mikroskop sozusagen auf die Tuberkuloseerreger gesehen und hat festgestellt, dass sie selbst leuchten. Und da wusste er, dass das natürlich das richtige Frequenzspektrum war, was er da eingesetzt hatte. Und das war ein Weg, das war sagen wir mal, so ein bisschen ein zufälliger Weg, der eben empirisch gefunden wurde. Weitere Wege sind, dass man eben diese Parasiten züchtet und dann in dem Bereich die Frequenzwiderstände misst, die Wechselstromwiderstände misst, dann kommt man auch auf das Spektrum. Und das Eleganteste, finde ich, ist das, was in einem amerikanischen Labor in den USA gemacht wird, dass man eben über die DNA der Parasiten rein mathematisch auf die Frequenzspektren kommt. Ja, und bei Mutation ändert sich natürlich auch die DNA. Und demzufolge haben wir dann auch veränderte Spektren. Sie können das nutzen, indem Sie eben die Anwendungen, Sie lesen das zum Beispiel Lyme-1, Lyme-2, Lyme-3, bei Borrelien, dass Sie eben dort immer die mutierten Frequenzmuster dann auch schon haben. Und diese Mutationen, die Folge, dass man daraufhin neue Frequenzmuster braucht, geeignete Frequenzmuster braucht, ist auch die Notwendigkeit, dass Sie die neuen Frequenzmuster, wenn Sie sie von mir im Update bekommen, dass Sie die auch übernehmen. Und dass Sie das kostenlos bekommen, das wissen Sie längst. Ja, soweit also zu den Frequenzen. Es ist also nicht so wichtig, genau jeden Anteil der gleichzeitig ablaufenden Frequenzen zu wissen, sondern man muss genau und wirklich sehr präzise die Frequenzspektren kennen und die dann mit einer sehr guten, hochwertigen Elektronik erzeugen. Erstmal einsteuern, dann erzeugen. Und das ist mit AgilCare sehr gut gegeben. AgilCare Pro natürlich auch. Ja, das wollte ich gern noch sagen. Also ich hatte heute vor Ihnen das freudige Ergebnis der Anwenderin mit dem faustgroßen Tumor in der Leistengegend, Metastase, Melanometastase und den relativ vielen Melanometastase in der Lunge zu erläutern und dass sie es geschafft hat, das zu beseitigen, das in das Reich der Vergangenheit zu schicken. Dann wollte ich Ihnen gern noch das sagen, wie die
Ströme, in dem Fall elektromagnetische Energie, wie sie sich ausbreiten im menschlichen Körper, ungehindert. Und ich wollte Ihnen auch noch auf die Frage gern vermitteln, beziehungsweise meine Antwort dazu geben, wie das passiert mit den Frequenzen, wie genau die sein müssen und worauf es darauf ankommt. So, damit bin ich mit meinem Psalm sozusagen am Ende und sehe mal nach, ob im Chat etwas steht. Ich finde hier nichts. Hoffentlich habe ich das richtig eingestellt. Ich finde hier keine Frage im Chat, aber ich bitte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, wenn sie Fragen haben, die jetzt einzugeben. Ich weiß, es ist ein bisschen mühselig mit der Tastatur und hoffe, dass das bald anders wird. Und möchte auch bei der Gelegenheit gleich sagen, wenn Sie die Aufzeichnung sehen, dass Sie dort auch noch Fragen eingeben können. Ja, also ich sehe hier keinen Eintrag. Ich hoffe, dass Ihnen der Beitrag heute gefallen hat, Ihnen Nutzen bringt für die noch bessere Anwendung von AgilCare und AgilCare Pro. Und hoffe auch, dass Sie sich besonders über das erste Beispiel, was ich Ihnen gesagt hatte, dieses Feedback, dass Sie sich genauso freuen wie ich darüber. Das ist eine wirklich sehr, sehr gutes Feedback, sehr, sehr guter Erfolg und ein guter Lohn für den Fleiß der Anwenderin, die keinen Tag hat ausgelassen, mit der Anwendung zu arbeiten. Ja, ich sehe immer noch keine Frage, das muss kein schlechtes Zeichen sein. Mein Blick zur Uhr sagt, dass wir noch eine Minute bis zu den geplanten 30 Minuten hätten. Wenn keiner weiter einen Eintrag macht, dann denke ich, gibt es keine Fragen. Dann wünsche ich Ihnen für den weiteren Verlauf des Abends alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.